Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroads Online. Heute wird wieder sehr viel gebaut, denn ich möchte hier die Güterverladestelle bzw. Annahmestelle hier machen, so wie in der ersten Staffel, mit ein paar Gleisen, wo wir dann die großen Züge abstellen können. Und ja, wird noch spannend, wie ich das hinkriege. Also ich dachte mal, da hinten von der Strecke geht der Deskgleis hier zum Baumfäller und da geht es jetzt gerade weiter hier rein. Und ich glaube, ich fange mit dem äußersten Gleis mal an und dann schaue ich mal, wie das mit dem Parallelbau da gehen wird. So. Machen den Zirkelmodus wieder an und ich glaube, wir machen da mal... Zehnerkurve. Dann schaue ich mal, wo ich mit der hinkomme. Leider kam heute wieder ein Patch raus, wo sie den Debug-Mode entfernt haben. Jetzt kann man nicht mehr schnell laufen. So, parallel gucke ich jetzt gerade auf die Minimap. So sieht, wie ich ausgerichtet bin. Ah, ein bisschen weiter muss ich noch. Das ist ein extrem großer Bogen. Ich glaube, bis hierhin machen wir das jetzt mal. Und ich werde hier mal eine Kreuzung hier reinmachen. Mache ich dann später als Referenzpunkt. Hier werden wir mal eine Weiche nach bauen. Für den Anschluss hier rüber. Das ist eine gute Idee, dass ich das auch hier mache. Nee, das glaube ich könnte eine schlechte Idee sein, dass das schon hier ist. Machen wir erstmal weg. Wir fahren jetzt mal gerade. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ah, da vorne sehe ich schon das andere Gleis. Wir sind ja da ganz schön weit weg vom Schuss. Könnte man auch hier den Anschluss darüber machen. Da wird man jetzt also reinkommen. Okay, ich glaube... die Kurve noch ein bisschen weiter. Eher eh komplett falsch sind. Ach man, ich hätte so gern wieder... Wobei andererseits, ich kann nicht cheaten. Cheats? Ich würde gern... Fast Sprinting. Ah, nice. Railroads Online Extended. Ritter in der Not. So, wir machen hier mit der Kurve weiter. Gleis. Was war das jetzt? 120, glaube ich, ne? So, ich glaube, ab da ist jetzt ein guter Punkt. Jetzt machen wir hier die Weiche nach links. Dass wir da eigentlich von hier aus gesehen irgendwie darüber kommen können. Und hier brauche ich dann die Kreuzung. Ja. Mit dem Hauptgleis fahren wir da jetzt weiter in die Richtung. Oh, da wird's. Da geht's ja runter. Das. Shit, geil. Was für ein Gefälle kommen wir da auf eine halbwegs normale Höhe? Send. Da hinten hin. Hauptstrecke, glaube ich, wird dann hier rausgehen.
Oder hier drüber. Ja, gesagt, dann hier dran so. Also, wo ist unser Gleis? Ich würde sagen, so passt es von der Höhe. Oh komm, kann ich dich jetzt wieder nicht Mann, kann ich das Teil wieder nicht bauen hier? Wieso lässt du mich da jetzt nicht bauen? Bin ich dir da schon zu hoch? Das ist schon ein großer Sandhügel, das gebe ich zu. Okay, dann machen wir das halt mit der Steinmauer hier. Was geht? Geh mit dem normalen Gleis wieder weiter. Exploratory geradeaus machen. Ah, da war's. Sehr gut. Also geradeaus. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ist mit. Nach oben. Okay, machen wir es mal gerade mal ein bisschen extrem, einfach damit ich es dann sehen kann. Ort aus. Gar nicht mal so schlecht, da müssen wir einfach noch die Brücke dann machen. Okay. Punkt ist aber der, dass wir hier zu tief sind. Müssen wir mit 4 wieder rauf. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Gefälle 0. Muss da noch gehen. Da drüben hier finito dann langsam. Ja, wir lassen das mit dem Gefälle hier erstmal. Und ab hier schon gerade. Ja, wo ist die Stelle mit der Brücke? Da. Hier dann so drüber. Okay. Kann ich dich platzieren hier? Ah, nee. Wir müssen dann hier wieder nach oben. I see, wenn wir hier ein Gap haben. Ein wieder weiter. Schauen. Das ist ganz schön ein Mischmasch hier.
Weil wir könnten, ob hier mit... Ja, das passt erstmal. Müssen wir dann halt da weichen. Rechts, glaube ich, brauche ich jetzt, oder? Ja, na, das weiche links. Wobei eine Weiche rechts bräuchte ich vielleicht. Stimmt, würde ich da vom Sägewerk kommen, da brauche ich eine Weiche rechts. Ja, Snappoint bitte wechseln. Auf das geht auf, was ich da mache. Weiche. Dieser Snappoint hier. Fast nicht mehr vorhanden hier. Und das wäre dann die letzte. Ich hoffe, das war mit der Brücke dann da drüber. Wir haben hier 1, 2, 3. Mit der anderen Seite. Ja, 1, 2, 3, 4. Ja, da machen wir da eins zum Kopfgleis oder führt das irgendwie anders noch zusammen. Alles klar, und jetzt die ganze Challenge, das irgendwie parallel zu machen. Was passiert, wenn ich da aussage 120? Stelle bitte gar nichts. Oh, das passt ja mal so gar nicht. Wo ist die erste Anschlussstelle? Die ist dann hier. Es? Eischen? Ach, da. Gar nicht. Wow, scheiße. Alpix. Parallel. Stück erstmal hier. So ansehen. Oh, komm, mach schneller, du schaffst es. Ja, das ist jetzt natürlich. Das ist jetzt eine bescheidene Idee gewesen. Das ist. Wie kriege ich dich jetzt da am besten parallel? Vielleicht hier nach vorne kommen. Ich habe jetzt was platziert.
20. Ich bin halbwegs dahin, wo ich hin will. Auch nicht. Ist es dämlich. Was ich schaue jetzt mal ganz kurz, was die Autobaufunktion machen würde. Zirkelmodus aus. Und gehen wir da hin. Ah, willst du es bauen? Komm, baus. Bitte. An, zeigen wir das aus. Das jetzt bitte bauen, danke schön. Und warum kann ich das jetzt hier wieder nicht platzieren? Oh, Spiel, wirklich jetzt? Ah. Komm jetzt. Ich soll das jetzt wieder zu hoch hier. Ist da. Geht's? Gott bei dem. Das sieht jetzt aus, als könnte das was werden. Anschluss finden auf das Gleis. Automatik machen. Um zu gucken, was das wird. Er zieht hier dann enger rein und dann da so rein. Ich hätte hier gern andere Weichen. So wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Abreißen. Fürs dritte Gleis. Da wollte ich es eigentlich nicht haben. Möchtest du das? Willst du mich verarschen? Das da dran haben. Kann doch jetzt nicht so schwer sein. Wunderbar, danke. Achso, nee, wir brauchen jetzt hier das Zweier hier. Stimmt hier. Achso, mach wieder den Zirkelmodus. Machen Sie hier wieder gerade.
gerade Stelle bis hierhin. Geil. So funktioniert das bestimmt. Nein. Stelle bis hierhin. Dankeschön. Und jetzt wieder die Kurve. So, minus 120. Semi gut ist. Minus 120. Sieht nicht schlecht aus. Und jetzt hier natürlich die Automatik reinfahrt. Lass mal auch das mal hier schnell von der Automatik machen. Jo, dankeschön. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, langsam gefällt mir das. Cool, und dann haben wir noch das Gleis hier. Das machen wir jetzt auch von der anderen Seite. Beziehungsweise, wir könnten uns mal den Anschluss überlegen. Vielleicht mal noch eine zweite Weiche. Beide Gleise, die könnten gerade beide hier so reinfahren lassen. Sieht überhaupt nicht falsch aus. Okay, und hier gehen die beiden Gleise da rüber. Ich wollte das eigentlich mit so einem Y machen. Ich glaube, die Idee ist erstmal gestorben. Naja gut, bis dahin ist es noch da. Okay, dann kann ich aber das hier mal löschen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, ich lasse das jetzt die Automatik machen. Der mir dann dafür eine Kurve hinklatscht. Wo ist... Da ist es. Ah, halt. Bis dahin kommt er gar nicht. Ah, weil ich vermutlich das falsche Gleis habe. Ich mache das mal von da. Und verbinden das Ganze. Da wird's. Oh, das ist viel zu eng. Viel zu eng. Und wenn wir das händisch machen. Die Frage, was da vom Radius her maximal geht. Zirkelmodus wieder an. Wir machen es mal mit minus 100. Da will ich eigentlich nicht gehen. Und mit minus 100 landet man im Berg. Okay. Was ist, wenn wir 90 machen? 80. Eng. Dann brauchen wir doch das Anschlussgleis hier unten, dass wir da unten reinfahren irgendwo. Dann hat sich die Sache hier gerade erledigt. Weg damit. Auch weg mit dir. Aber ist. Gut. Da ist er noch.
Oh, danke schön. Sogar richtig gesnappt hast und jetzt wegen der Länge vom geraden Stück. Gleiche. Kann ich ob hier die Kurve basteln? Geil aus. Minus 120. Inga. Ah, ist jetzt nicht super symmetrisch, aber ich denke, es erfüllt seinen Zweck. Jetzt könnte man noch enger werden. 100 hier. Das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Dann machen wir hier den Radius ein bisschen kleiner. Haben. Ideal, aber das ist immer minus 75. Nö, das ist auch doof. Minus 100, was machst du da? Ich. Das ist jetzt schon ein bisschen arg eng zusammen. Ich meine, die sind ja auch schon nicht gleich. Nochmal von vorne das Gleis hier. Gehe ich da einfach mal durch. Anfreunden. Lassen jetzt da die Automatik verbinden. Das Gleis da. Mit dem da. Hier ein bisschen ein kleiner Knutscher. Da ist jetzt mega Abstand natürlich. Ja, ist okay.
jetzt kommt die Eiche noch weg. Gern mit einem normalen geraden Stück, bitte. Gut, ja, was ich mit dir mache, weiß ich noch nicht. Die Weiche auch erstmal hier entfernen. Und machen hier gerade Stücke einfach rein. Dann hat es nie existiert. Ich glaube, das ganze Baum entfernt, das werde ich euch mal ersparen. Das ist ein bisschen ein nerviger Job, aber jetzt wäre natürlich das gut, wenn wir auf der anderen Seite jetzt weiterfahren. Hier den Anschluss irgendwie hinkriegen. Schau aus. Weiche links. Warte ab hier oder warten wir noch ein bisschen? Das umgekehrt. Warte mal, Weiche. Machen das mit Weiche rechts hier. Zweigleisig reinfahren können. So wie das aussieht, wenn wir hier eine Steinbrücke brauchen. Warte. Mit 1. Mal hier genau gerade bleiben, dann sind wir hier. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber wir gehen hier vielleicht mit ein paar Z nach oben. Reicht es oder vielleicht ein bisschen mehr? Ist ungefähr hier hin. Ich brauche jetzt da hier nochmal die Kreuzung. Komm bitte. Von hier gerade wieder retour. 1,5. Jetzt hier automatisch verbinden. Es sieht scheiße aus. Nö. Da glaube ich, müssen wir weiter nach hinten fahren. Ganzes Stück weg. Immer wieder eine Freude. So, wie das. Achso, ich habe den Zirkelmodus nicht angehabt. Bis hier hin. Da müssen wir es jetzt schöner hinkriegen. Ach komm. Lässt du mich? Okay, das hat er mich machen lassen. So, jetzt gucken wir das mal an. Das sieht besser aus. Das sieht scheiße aus, das mit dem. Scheint, dass das so ineinander geht. Andere Lösung wäre, dass man das halt mit dem Damm macht. Aber dann hast du halt mega. Was will man das mit dem Damm hier machen? Ja, ich glaube, wir machen das mit dem Damm. Ja, gehen tut's. Das heißt, das Teil muss gekürzt werden. Zirkelmodus.
ist hier hin. Ist jetzt gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis, aber besser als wenn die Steindinger da hier drin sind. Okay, und jetzt wäre die Challenge, da vorne auf dem anderen bestehenden Gleis anzuknüpfen. Wo seid denn ihr? Würdest du da was Sauberes machen, wenn ich dich das automatisch machen lasse? Das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein S-Band drin, kurzes Stück gerade. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ich glaube, das gerade beim anderen Gleis dann genauso geil aussieht. Die Bäume hier weg. Da noch ein? Nee. Ach doch, hier. Ja, den tun wir weg. Okay. Wenn der jetzt so verschwindet, da war jetzt sehr froh. Sehr gut. Könnten dem ein bisschen entgegenwirken, indem wir hier mit einer klaren hier reinkommen. Dass wir hier nicht so gerade sind. Doch, das machen wir. Löschen. Jetzt wissen wir ja schon, dass wir mit 1,5 fahren müssen. Das hier. Jetzt sagen. Das ist ein bisschen zu viel. Abschätzen. Ich glaube, so wieder eine schönere Kurve machen. So. Hey, Moment mal, wir machen ja den Schlenker. Ich habe gerade einen kleinen Gedankenfehler, wie ich das jetzt hier mache. Was war mit 660? Achso, und wir haben ja hier Gefälle minus. Schau mal, das war doch 1,5. Achso, ja, klar. Hä? Das jetzt mit der. Kommen wir jetzt aber. Wir machen es so. Erstmal ein kleines Stück normal. Jetzt mit dem hier weiter. Kreuzung.
Shit, jetzt passt es natürlich von. Das ist jetzt nicht gleich hier. Wieso passt das hier? Ja doch, es passt schon. Nur so ein kleines bisschen, was nicht passt. Reicht das? Nee, das reicht nicht. Ah. Was denn das? Auto bauen. So, da, wie sieht das jetzt aus? Ja, gewinnt ja keinen Schönheitspreis. Du kommst jetzt mal hier weg. Aber ich denke, das wird schon was hier. Okay. Das wird jetzt nicht die spannendste Episode, wenn ich da die ganze Zeit so rumbauen bin. Genau das finde ich spannend zu sehen, wie ich da am rumstruggeln bin. Jetzt lassen wir hier das auch mit dem Auto verbinden. Gucken, was er macht. Cool. Das sieht jetzt wesentlich besser aus. Zweimal weg. Du auch. Es gefällt mir. Jetzt haben wir nämlich da den blöden Schlenker dann weg damit. Und wenn du das zweite Gleis jetzt hier genauso schön machst, dann bin ich ein glücklicher Mann. So. Oh, neues. Neues, 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 neues. Ja, doch. Das gefällt mir richtig gut, dass man dann da so reinfahrt. Jetzt dann was auf die Hauptstrecke. Sehr geil. So, dann werden wir jetzt hier diese Dinger wegmachen. Bitte tu das jetzt sauber verbinden. Aber jetzt. Es ist eben jetzt wieder zu kriegen. Ich glaube, ich. Sollte da eher Weichen nutzen für das. Das weg. Ich fahre ja da Weichen hin. Oh. Lassen das nochmal verbinden. Verbinde bitte. Sieht nach wie vor schön aus. Okay, das ist jetzt hier auch besser. Jetzt machen wir passt die Ausrichtung. So, da. Coole Sache. Ja,
Wenn ich mal auf die Zeit schaue, bin ich jetzt eh schon wieder drüber. Aber ich hoffe, das hat euch erstmal gefallen. Das sind jetzt zumindest die Anfänge hier von unserem Yard. Es gehört der ganze Rest hier noch verbunden. Von der anderen Seite. Und dann geht's weiter hier mit der Hauptstrecke. Ja, ich glaube, das hat was. Das ist hier ein bisschen eine unschöne Sache, dass ich da mit der Steinmauer fahre. Hier. Ich glaube, das werde ich vielleicht hier nochmal ändern. Hier mit Ballast fahren. Das ist ein bisschen viel, aber ja. Das da hinten ist nicht perfekt. Ich hätte es gern perfekt. Aber es ist, glaube ich, gute Nachfrage. Ich glaube, das tut dann schon. Hätte schlimmer sein können. Ja, also dann. Bis dann und wünsche euch eine gute Fahrt. Adieu. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.